Ja, aber das machen wir nochmal, oder? Ja. Ja. Diesmal versuchen wir durchs Fenster reinzugehen. Okay. Schleichen uns dann nach oben. Ja, aber wir müssen das Fenster ja kaputt machen. Nein. Muss aufbrechen. Oder muss aufbrechen. Wird das jetzt eine Monsterfolge oder nimmst du nochmal neu auf? Ja, das wird jetzt einfach die nächste Folge. Scheiß drauf. Klick einfach auf bereit. Na gut. Also ihr wollt jetzt über das Fenster rein. Ja. Okay, weil mir wurde da letztes Mal nichts angezeigt, weißt du? Deshalb. Bei mir schon. Gut. Wo ist denn der Nachtclub? Ach da. Moment. Aber das Fenster, da braucht man Schraubenzieher, soweit ich das sehe. Nee, das kannst du mal aufbrechen. Man fuck, das sieht uns jeder. Ja gut, dann müssen wir warten, bis der wegläuft. Ich glaube nicht, dass sie uns sofort ziehen. Ja, das ist ja auch jemand und alles. Okay, warte, ich versuche mal mich da vorzustellen und jetzt versuche mal zu agieren. Man kann nicht irgendwie hinten rumkommen, ja. Paddy, setz mal Maske auf. Komm. Warte. Kann nur über den Zaun. So, jetzt versuchen wir zu knacken. Oh, kann man das nachsetzen? Wie die Waffe eigentlich voll durchs Fenster geht. Oh, lol. Ja, das ist eine unsichtbare Wand. Oh, lol, das Fenster ist offen. Warte, ich muss auch mal die Maske aufsetzen. Ja, glaubst du, wir können einfach hochschleichen? Ja. Und jeden... Ja, da ist gerade keiner. Soll ich es versuchen? Auf geht's. Nein! Fuck. Okay, du wurdest nur nicht gesehen. Einer hat uns, glaube ich, entdeckt, oben. Ich musste zwei Zivilisten töten. Hey, wake up. Okay, keiner hat uns gesehen bis hierher. Er könnte hier durchlaufen, ich habe alle eliminiert. Ja? Es gibt zwar Abzug, aber wir können die Zivilisten... Oh scheiße, der wird dann... Nein! Der wurde... Mach einen Störsender. Ach scheiße. Hüt! Bring die Bohrer an. Wo ist der Typ, der angerufen hat? Was siehst du? Ach scheiße, geh gleich zur anderen Seite, macht auch eine schnelle Bohrer ran. Wir sind einfach... gut. Ich nehm wieder zwei Geißeln mit nach oben. Ja. Mach das. Komm jetzt mit, du scheiß Fotze. Komm, mach schneller! Dass sie nicht darauf hören, sich hinzulegen. Ich glaube, in Real Life wäre das anders. Meinst? Ja, wenn da jemand schießt, Alter, als ob die sich nicht alle sofort hinlegen. Auf der anderen Seite... Ja, oh Gott! So. Leute, das war ein Instant Headshot. Oh, das war ein Zivilist. Das war schlecht. Ja, ja, was kann ich da denken? Siehst du, das ist das Dumme, wenn die da einfach so rumrennen. Warum ist er nicht? Wer ist draußen? Ich bin draußen und töte gerade Bohrer. Oh Gott. Ups, sorry, das war mein Zivilist. Bohrer da oben zu kümmern, ich schau, dass ich an das Geld rankomme. Das ist relativ fix. Oh Gott. Der Bohrer ist in 97 Sekunden fertig, das ist gar nicht okay. So schlecht. Einfach mal in der Küche Geld rumliegt, Alter! In der Küche liegt einfach mal 1000 Dollar rum. Einfach mal so, oder? Ja, da kommen schon diese... Das SWAT-Team kommt schon. Echt? Ja, hier draußen sind schon irgendwie 5 Stück davon. Ich muss ganz kurz WhatsApp gucken. Mach das. Du Scheiße. Oh! Oh! Nee, passt, ich hab mich nur erschrocken. Okay. Bohrer hängt. Paddy, mach den Bohrer, du kannst. Ich komm gleich. Paddy, du bist zu weit weg, bleib da. Wir machen. Da kommen wahrscheinlich gleich welche rein, also beeil dich. Die kommen schon durchs Fenster. Kann das? Okay, läuft wieder. Alter, die Zivilisten sollen gefälligst auf den Boden gehen. Gefährlich. Das ist gefährlich. Na ja. Lol, die Waffe hängt bei mir in der Wand drinnen. Okay.
Warum nicht? Gott, ich wurde richtig hart gehittet. Von was? Hilf, ja, ich helfe dir gerade. Oh, bitte. Eine Schrotflinte gehabt oder so? Schrotflinte kann ich mir, glaube ich. Oh, scheiße! Das war ein Zivilist. Passiert. Komm schon, geh nicht auf Drecksbombe. Oh, wir kommen länger in Haft, wenn wir jetzt verhaftet werden, weil wir Zivilisten getötet haben. Boah, hat reicht das? Weil das gerade gesagt hat. Wir bleiben aber immer 2 Minuten in Haft. Okay, krass, du hast ja gesagt, dass die uns für immer in Haft behalten werden, wenn wir jetzt verhaftet werden. Ja, war wahrscheinlich voll übertrieben. Okay, wir haben 5 Geiseln, wir müssen schauen, dass wir die behalten. Ja. Weil durch die Geiseln können wir nämlich schneller befreit werden. Einfach sofort befreit werden. Ja, oder so. Hier, hast du schon ein Buch an dem Safe? Der Safe ist offen. Ja, also machst du den Safe? Bohrer. Den Am Bohrer kann jeder anbringen, oder? Ja, schon, aber ich glaube, wenn er den macht, ist es besser, oder? Wie war das? Schaut mal, dass ihr das Koks zu mir bringt. Bei mir ist der Bohrer gleich offen. Ach, ich bin down hier. Da liegt aber auch noch einer. Was ist das? Übertreib das, Junge. Ich geh zu Heiko. Okay. Scheiße! Was ist? Zivilist. Danke. Benutze ich auch hauptsächlich nur den okay, jetzt die Pistole? Ja. Die ist voll stabil, ich finde die voll präzise. Ja, ist ja auch. Die macht aber ultra viel Schaden. Dafür, dass es nur eine Pistole ist. Hä? Von wo ist hier auch eine? Wo? Nee. Okay, das schaffen wir dieses Mal. Was, wenn ich 3 drück? Komm zu mir zum anderen Safe. Warum? Bohrer ist schon dran. Wie lang braucht er noch? Ich habe ihn gerade erst dran gemacht. Der braucht jetzt noch 270 Sekunden. Okay, unsere braucht auch 200 irgendwas. Ich dachte, aber das heißt, wir sollen uns aufteilen, weil Hoxton bleibt ja eh bei mir, glaube ich, oder? Oh, muss ich mal sein. Aber ja... ich muss erstmal wegen rumspringen. Also wie lange das auch dauert? Wir brauchen C4, dann können wir ihn aufspringen. Ja. Kann ich irgendwann, wenn ich genug Skill vielleicht machen. Die kommen von da hinten, die kommen ja, von da hinten. Guck mal, meine Schaufel. Oh Gott, sind da viele! Meine Schaufel. Wo? Da hinten. Heiko, bist du bei mir? Ich mach den Bohrer. Ja, ich komm zu dir. Ne, mach den Bohrer. Da unten? Ne, oben. Ja. Oben. Bei euch hier. Ja. Unten sind auch ein paar. Alter, what the shit, wie gut sind die? Die wollen überall rein hier. Wow, du hast schon irgendwas angeschrieben. Stimmt, von Lina. What? Warte! Oh, Juli! Oh. Was? Sind da drin? Oh Gott! Ah, wie viele sind da drin, bitte! Alle tot? Ach du Ficke, warum ist denn schon wieder im Arsch? Operier den mal. Ich dachte, da wäre schon ein anderes auch im Arsch. Ficken. Warum geht so ein Ding überhaupt kaputt? Das ist doch voll unrealistisch. Hä? Wo ist die Tür? Oh Gott. Was? Oh Gott! Oh Gott, 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 oh Gott. Julia, schaffst du. Alter, also, sind wir eben los. Hier hinten sind wieder... Das ist voll unrealistisch, wie schnell die spawnen. Na gut, das geht. Ja, nein, hier, das... Im Hinterhof. Wenn man denkt, wenn du jetzt irgendwas ausraubst, sind die Polizisten auch innerhalb von ein paar Sekunden. Ja, aber die gehen auch nicht dauerhaft drauf. Wenn da so viele drauf gehen würden, würden dann nicht... Scheiße, ich leg. Ich komm. Ich leg auch gleich, wenn ich jetzt komm. Und ich kann mich nicht mehr wehren. Ich komme. Alter, wie viele sind bei dir bitte? Alter Paddy. Das sind 3 ja, das sind extra. Hol dich. Leg du die Polizisten ab. Hab dich. Okay, gut, danke.
Waffe, ich muss Munitionsding hinlegen. Ich schreib, willst du mich verarschen? Oh, hab ich grad Snipers gehört? Ja, ich irgendwo rein. Ja, schon wieder. Irgendein Bohrer hängt auch wieder. Meiner nicht. Ja, der hintere. Heiko, hilf Paddy. Ja, tu ich. Oh mein Gott, das war richtig dämlich, was ich gerade gemacht habe. Kannst du mich kurz holen, Juni? Was, seid ihr beide weg? Ja, ich lieg hier, siehst du mich grad? Achso. Achso, das bist du. Ich wollte da gerade runterspringen, dann sind die mir entgegengekommen. Passt. War ein bisschen blöd. Ich gedacht, dass die schon so weit sind. Vor allem, wo kommt die her? Ja, von dem Hinterhof da. Sind jetzt gerade keine mehr, okay. Ah, die Management-Tür ist endlich offen. Ich starte gerade neu. Das ist schon ganz weit hier. Meiner braucht noch 2 Minuten. Ah, der braucht noch 3. Warum haben wir keine Geiseln mehr? Keine Ahnung. Boah, halt doch die Fresse, Alter. Wissen wir inzwischen. Irgendwie ist gerade gut, aber ist auch kein Polizeiding. Hui! Oh, scheiße. Oh, oh. Jetzt geht das wieder los. Heiko, geh weg, geh weg. Ja. Ja. Geist, you need to get that safe open. Ja, ist in Ordnung. Eine Minute. Draußen ist niemand, okay? Die sind bestimmt Hinterhof, die kommen gleich von hinten. Ne, die waren sind bei Treppe. Ah, okay. Waren gerade 2. Schau trotzdem kurz. 90 Sekunden. Er hängt. Schick doch deine Mutter raus. Ganz ehrlich. Hm. Ich sehe gerade keine mehr. Das ist irgendwie merkwürdig, gell? Ja, ich auch nicht. Okay, 10 Sekunden. Wo kam das her? Hey, guck, hilf mir gleich mit dem Kurs. Gott, ich dachte schon, er lebt noch. Ja, so. Wo sollen wir es hinlegen? Wieder darüber zum anderen? Ich würde sagen, hier. Ne, dann nehmen wir den Polizisten. Hier. Komm hier runter und dann hier raus. Dann nehmen wir den Polizisten mit. Ja, dann nehmen wir es mit. Nein. Egal. Oder? Ich weiß nicht. Dann bringen wir es halt gleich ins Auto. Ja, aber das Auto ist ja noch nicht da. Oh Gott. Wo sind sie, Treppe? Nee, hier draußen. Ich lieg. Ach du Scheiße, Alter. Boah, piss dich bloß. Ich lieg, Heiko. Ja, ich weiß. Ich lieg auch gleich, wenn ich mich jetzt noch einen Millimeter bewege. Der Hoxen holt dich, gell? Wenn er es schafft. Entschuldig. Okay. Okay, danke.
Petty, der Bohrer geht nicht. So liegt das eine Ding da vorne, hat es ein Polizist vorgetragen. Ja. Wir müssen das wieder zurückholen. Ich kann das nicht tragen, warum nicht? Ich kann das nicht tragen. Achso, weil ich schon trage. Don't die. Nice. Noch eine Meditasche. Die tragen das weg, Heiko. Ja, sag ich ja, deswegen müssen wir es woanders hin. Jetzt ist der Wagen da. Jetzt. Okay, dann schnapp dir so eine Tasche. Go. Wir sollten uns vielleicht nochmal richtig hart zurückziehen, um diesen Polizeivorstoß zu überleben und erst dann weitermachen. Sonst gehen wir wieder am Schluss drauf. Miep. Miep. Was soll Miep bedeuten? Sollen wir uns nochmal zurückziehen? Ja. Also nicht auf Risiko halt. Ne. Warte, ich hol kurz... Ich lag doch gerade in der Tasche Koks. Ich hab einen genommen. Dann leg sie einfach hier hin. Gut. Leg da. Okay. Da hinten bei Paddy liegen auch noch Sachen. Paddy, brauchst du Hilfe? Hört sich so an, als bräuchte. Falsch klar. Ja, das ist klar. Okay, komm, wir gehen zu Paddy. Ja. Oder du bleibst da. Ich weiß nicht, bleib lieber weg. Du hast noch weniger Leben wie ich. Und hier kriegt man nicht unbedingt mehr. Du hast recht. Jetzt die Tasche. Och du Scheiße. Wir müssen uns zentral an einem Ort sammeln, wir können nicht so zwei Dinge. Kann mal einer zu mir kommen, bitte? Ja, ich komm zu dir. Nehm das Geld mit gerade. Ich bin hinter dir, Heiko. Gut, hast du die zweite Tasche? Ja, ja, ja. Gut, perfekt. Wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde. Ja, schon. Wie lange geht denn der Polizei? Wille, geh weg, geh weg, geh weg. Hast du das Geld, oder? Ja. Nimm nur noch das letzte Koks. Kannst du das Geld hier oben hinwerfen? Sollen wir losgehen, oder? Ich weiß nicht, versuchen wir's mal. Ein bisschen arg riskant. Guck mal, wie wenig Leben wir alle haben und da draußen sind bestimmt viele, wenn der Polizeivorschuss noch läuft. Und verloren Kopf was. Ja. Ja. Aber nicht wenig. Scheiße, ich bin down. Ich auch. Ich komm gleich, ich komm versteck gleich. Versteck dich, versteck dich. Nein, den letzten Schuss. Auch down. Aber der Hoxen holt. Mir wird aufgeholfen, mir wird aufgeholfen. Ja, perfekt. Oh Gott, dieses Mal, Alter, das war wieder genauso knapp. Das war wieder die gleiche Stelle ungefähr von der Zeit her. Oh Gott! Von der Treppe, von der Treppe. You're looking kinda. Ach, Schild. Ich hab so einen Körper im Gesicht hängen. Da kommen drei mit Schilde, Alter. Er verkrüge ich es mit meiner Schaufel, das soll dann herkommen, du. Okay, perfekt, Polizeivorstoß vorbei. Okay. Nicht gut. Hol dich so eine scheiß Tasche.
Bitte geh weg. Warum? Okay, ich glaube, ich bin weg. Hat jeder eine Tasche? Ja. Los geht's. Haben irgendwer die Taschen da? Nee, egal. Nein. Okay, rennt. Hier raus. Wie ihr mit den Taschen rennen könnt. Ja, nein, das ist nur, weil die Koks-Taschen sind viel leichter als die Geldtasche. Aber warte, ich deck gleich, wenn ich die abgeliefert habe. Ist nix. Okay, perfekt. Tragen wir beide Geld oder was? Ja. Ja, das war. Guck mal, das Geld bringt nur 7.500. Das Koks hat 50.000 gebracht. Wir haben drei Koks-Taschen, also das sind 150.000. Haben wir jetzt alles? Ja, wir haben alles. Also rein, okay, Roy, rein damit. Alter. Obwohl wir eigentlich in das Auto rein müssten, aber wir machen es einfach. Ist mir scheiße, ja. Alter, das gibt jetzt richtig. Ja, wir haben alles mitgenommen einfach. Okay, was kriegen wir? Boah! Ja, nice. Ja, nicht schlecht. Ich frage mich echt, was man mit dem Offshore-Konto machen kann. Keine Ahnung. Boah, der Receiver. Hä, hey, warte, zu Bargeld hinzugefügt. 59.000, warum habe ich jetzt 77.000? Ja. Ich nehme Mitte. Ich nehme das da. Oh, das sieht gut aus für Geld. Muss ich ohne Geld sein? Ach nee, leck mich. Server, Schalldämpfer. Mini Techlight, yay. Ich bekomme echte Techlight, Alter. So, weiter zur Lobby. Dann würde ich ganz kurz sagen, machen wir eine ganz kleine Aufnahmepause. Für euch geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss. Tschüss.